Hallo liebe Reisefreunde, ihr wollt nach Ägypten reisen? Dann gibt es 10 Dinge, die ihr unbedingt wissen müsst. Ägypten ist ein wirklich richtig schönes Land. Wir waren in Kairo, in Luxor und in Hurghada am Ende schnorcheln. Es war wirklich sehr schön. Aber wenn ihr nach Ägypten fliegt, dann solltet ihr unbedingt ein paar Dinge vorher wissen. Bevor es aber losgeht, wollte ich euch aber nochmal daran erinnern, dass wir uns wirklich sehr über einen Like freuen würden und über einen Follow bei Instagram oder ein Abonnement bei YouTube. Jetzt geht's los! Jetzt geht's aber los. Punkt Nummer 1, den ihr unbedingt wissen solltet, nehmt Bargeld mit. In Ägypten wird fast überall mit Bargeld bezahlt. Ob in Euro oder in ägyptischen Pfund oder in Dollar, egal. Hauptsache Bargeld. Nimm am besten um die 50 Euro Bargeld pro Person mit und hol dir den Rest in ägyptischen Pfund an einem Bankautomat. Schon am Anfang eurer Reise müsst ihr unbedingt Bargeld dabei haben, denn ihr müsst am Flughafen euer Visum bezahlen. Und das geht leider nicht mit Kartenzahlung in Ägypten. Ihr könnt dann nur mit Bargeld zahlen im Flughafen. Und das kostet euch 25 Dollar pro Person. Auch am Ende unserer Reise mussten wir mit Bargeld zahlen, denn wir mussten das allererste Mal zum Glück Übergepäck zahlen und das konnten wir nicht mit Karte zahlen. Wenn ihr euch also ein bisschen Zeit und Ärger ersparen wollt, dann nehmt unbedingt Bargeld mit. Der zweite Punkt auf der Agenda ist Uber. Wenn ihr eine Individualreise in Ägypten macht, dann könnt ihr eigentlich fast überall Uber nutzen, auch nachts. Wir haben es in Kairo und Hurghada genutzt, in Luxor wurde es leider nicht angeboten. Ihr könnt Uber in Ägypten sogar als Langstreckentaxi nutzen. Wir haben gehört, dass man ein Uber von Hurghada nach Kairo nehmen kann und dabei 60 Euro bezahlt. Wenn ihr also viel Zeit mitbringt, könnt ihr ein Uber von Hurghada nach Kairo nehmen und zahlt somit nur 60 Euro. Als nächstes komme ich zum Punkt Einreise. Ihr solltet, bevor ihr nach Ägypten fliegt, wie vor jeder anderen Reise auch, die Einreisebedingungen prüfen. Gerade in Zeiten von Corona können sich diese ständig ändern und sind sehr individuell, je nachdem, ob man geimpft ist oder nicht. Deshalb schaut am besten vorher unter der Seite des Auswärtigen Amts nach den aktuellen Einreiseregeln und was ihr für die Einreise benötigt. Den Link dazu packe ich euch auf jeden Fall unten in die Videobeschreibung. Punkt 4 ist die Fotografie. Wenn ihr leidenschaftliche Foto- und Videografen seid, dann habt ihr es in Ägypten auf jeden Fall sehr schwer. Denn ihr solltet euch darauf einstellen, dass es eine wirklich sehr stressige Reise wird. Schon bei der Ankunft am Flughafen wären eure Kameras genau unter die Lupe genommen und eure Zoomlinsen möglicherweise während eures Aufenthalts beschlagnahmt. Und nicht nur am Flughafen habt ihr es schwer. Bei fast allen Sehenswürdigkeiten müsst ihr für eure Kamera extra zahlen und zeigt bloß nicht euer Stativ, denn das dürft ihr nirgendwo mit reinnehmen. Des Weiteren haben alle Sehenswürdigkeiten nur von ca. 8 bis 16 Uhr auf. Das bedeutet, ihr könnt nicht bei gutem Morgenlicht und nicht bei gutem Abendlicht filmen oder Fotos machen. Und dabei kommen wir auch schon zum nächsten Thema. Drohnen. Drohnen sind am Flughafen grundsätzlich nicht gestattet. Wenn ihr euch am Flughafen damit erwischen lasst, dann müsst ihr sie auf jeden Fall dort lassen. Genau diese Situation hatten wir nämlich schon mal in Jordanien. Und glaubt mir, ihr lasst eure Drohne lieber zu Hause, als sie in Jordanien am Flughafen einschließen zu lassen. Dementsprechend haben wir auf dieser Reise unsere Drohne gar nicht erst mitgenommen. Und das würde ich euch auf jeden Fall auch empfehlen. Am Flughafen haben wir auf jeden Fall auch Leute gesehen, die eine Drohne mit hatten und die Drohne auch da lassen mussten. Der nächste Punkt, auf den ihr euch auf jeden Fall einstellen müsst, ist das Handeln. Der eine oder andere kennt das Handeln sicherlich auch aus südeuropäischen Ländern. Doch hier nimmt das Handeln nochmal eine ganz andere Gestalt an. Ägypten bietet euch in der Hinsicht auf jeden Fall einen großen Kulturschock. Jeder Mensch möchte euch auf jeden Fall etwas verkaufen. Stellt euch also darauf ein, ganz oft Nein, Danke zu sagen. Auf Arabisch heißt es übrigens Lakshukran. Des Weiteren möchte natürlich jeder den höchsten Preis für sein Kamel, sein Pferd, sein Souvenir oder etc. pp. Haben. Schaut dazu unbedingt auf meinen anderen Ägypten-Vlogs oder in meine Insta-Highlights rein, um genau zu wissen, wie viel wir für die Dinge bezahlt haben. Punkt 8 auf der Liste, korrupte Polizei. Ja, ihr habt richtig gehört. In Ägypten gibt es wirklich teilweise korrupte Polizisten. Wir haben uns zwar immer sicher gefühlt, wissen aber durch eine Situation, die wir selbst erlebt haben und durch viele Locals, dass die Polizei auf jeden Fall bestechlich ist. Ich kann mir sogar vorstellen, dass wenn ihr das richtige Budget habt, ihr eure Drohne am Flughafen vielleicht doch mitnehmen könntet. Punkt 9. Versteckte Kosten. Stellt euch auf jeden Fall darauf ein, dass ihr in Ägypten ganz, ganz viele versteckte Kosten habt. Die Preise dort sind zwar nicht sehr hoch, so könnt ihr zum Beispiel für einen ägyptischen Taxifahrer, den ihr den ganzen Tag bucht, 35 Euro zahlen. Jedoch müsst ihr gefühlt überall extra zahlen. In der Pyramiden-Area müsst ihr sogar ein Pferd, ein Kamel oder eine Kutsche nehmen, um zu einem bestimmten Fotospot zu gelangen. Dieser Fotospot ist zwar zu Fuß in ca. 30 Minuten zu erreichen, aber werdet ihr da zu Fuß gesehen, dann werdet ihr sofort zurückgepfiffen. Denn ihr dürft dort nicht zu Fuß unterwegs sein. Die Leute wollen also auf jeden Fall sehr viel Geld machen. Wie eben schon erwähnt, müsst ihr auch für eure Kamera überall extra zahlen und jeder Ägypter möchte am liebsten noch Trinkgeld von euch haben. Wobei wir auch schon beim letzten Thema sind. Die Armut.
Die Ägypter sind wirklich extrem arm. Ägypten ist wirklich eines der ärmsten Länder, was wir je gesehen haben. Die Einwohner leben in wirklich sehr einfachen Hütten oder Häusern ohne Fenster. Wir haben gehört, dass 40 Millionen Ägypter von einem Euro am Tag leben. Und auch wenn ihr die meisten Ägypter mit touristischen Preisen bezahlt, achtet vielleicht mal darauf, dass ihr wirklich den armen Ägypter auch etwas gebt und vor allen Dingen ein bisschen Trinkgeld dazulassen. Und wenn es nur 1 oder 2 Euro sind. So, das waren die 10 Dinge, die ihr unbedingt für eure Ägyptenreise wissen müsst. Ich hoffe, ihr seid nun besser vorbereitet und werdet nicht so oft überrascht wie wir. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns doch auf jeden Fall einen Daumen nach oben und abonniert uns auf Instagram und YouTube. Wir freuen uns. Bis bald!